Zwischen dem Bau dieser beiden Brücken ist die technische Statik entwickelt worden. Zuerst zeige ich anhand eines einfachen Fachwerks, wie die technische Statik angewendet wird. Dann erkläre ich meine eigenen Ideen, die auf der allgemeinen Relativitätstheorie basieren. Am Schluss wende ich diese Ideen auf die Holzbrücke von Grubenmann an. Hier das Beispiel, ein Fachwerk aus dem Lehrbuch Baustatik von Peter Marti, Professor an der ETH Zürich. Zuerst zeichnet man mal die Situation auf, nummeriert vernünftig durch und dann kann man schon aufgrund der Lagerung erkennen, mit Hilfe des Hebelgesetzes, dass wenn hier 9 kN einwirken, dann muss im Punkt 1 von unten, vom Lager her, eine Kraft von 6 kN vertikal nach oben einwirken. Bei Punkt 6, beim anderen Lager, ist dann die Kraft 3 kN. Das folgt direkt aus dem Hebelgesetz. Mit dieser Kenntnis wendet man sich dem ersten Knoten zu. 6 kN wirken nach oben. Aufgrund der Gleichgewichtsbedingung kann man die beiden anderen Kräfte direkt rechnen, wenn man annimmt, dass die Kräfte direkt in Richtung dieser Balken oder dieser Stützen wirken. Das darf man, weil diese Verbindungsträger, die sind da schön gelagert, sodass kein Drehmoment übertragen werden kann. Mit den Kenntnissen aus Punkt 1 wendet man sich dem Knoten 2 zu. Stäbe, die übertragen quasi eine Kraft, ich komme darauf zurück. Das heißt, man kann so eine Art Wechselwirkungsprinzip anwenden und sagen, der Stab, der mit 10 kN auf 1 einwirkt, der wirkt auch mit 10 kN auf 2 1. Die 9 kN sind bekannt, also kann man aufgrund der Gleichgewichtsbedingung die beiden anderen Kräfte rechnen. Beim Punkt 3 sind jetzt wieder über das Wechselwirkungsprinzip zwei Kräfte bekannt. Durch die Gleichgewichtsforderung werden dann die beiden anderen Kräfte berechnet. Da oben sind sogar zwei Kräfte bekannt und nur eine dritte muss gerechnet werden und so weiter. Und wenn man bei Punkt 6 angelangt ist, dann kennt man alle Kräfte auf alle Knoten. Jetzt übersetzt man diese Kräfte wieder aufs Fachwerk, das heißt auf diese Streben. Und die Pfeile sind aber immer noch so gezeichnet als Kräfte auf die Knoten. Mit ein bisschen Übung kann man erkennen, dass es sich hier um eine Zugkraft, 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 hier Druckkraft, hier Zugkraft, hier Druckkraft handelt. Die Mechanik ist ja eigentlich von Galileo Galilei wissenschaftlich begründet worden, mit dem sehr bekannten Fallgesetz, aber auch mit den weniger bekannten Dingen wie eben erste Ansätze zur Biegung und so weiter. Galilei hat einiges gemacht auf der Mechanik. Das Fallgesetz, so wie er es formuliert hat, besagt, ein Körper durchfällt in gleichen Zeiten Strecken, die sich zueinander verhalten wie die ungeraden Zahlen, also 5 mal 3, 5 mal 5, 5 mal 7, 5 mal 9. Zählt man diese Strecken zusammen, bekommt man die aktuelle Fallhöhe. Der Fall von der Sitterbrücke würde also etwa 4,5 Sekunden dauern. Was Galilei nicht gemacht hat, er konnte keine direkte Ursache angeben für das Fallgesetz. Das hat dann Newton unter anderem gemacht. Newton hat dann aber ein allgemeines formales Bewegungsgesetz aufgestellt, das sogenannte zweite Newtonsche Axiom. Und da sagt er, ein Körper ändert seine Bewegung unter der Einwirkung einer Kraft, nämlich proportional und in Richtung der Einwirkung. Wenn man das ein bisschen moderner schreibt, kann man sagen, eine Kraft bewirkt eine Änderungsrate des Impulses.
An der Schule lernt man dann Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, aber diese Formulierung, die findet man bei Newton nicht, die ist später, sehr wahrscheinlich von Euler das erste Mal formuliert worden. Gehen wir über zu Einstein. Einstein hat 1916 einen Übersichtsartikel zur allgemeinen Relativitätstheorie publiziert und da schreibt er dieses zweite Glied. Es geht um eine Reihenentwicklung dieses Krümmungstensors. Der ist Ausdruck dafür, dass eben Impuls und Energie vom Gravitationsfeld auf die Materie übertragen wird. Genau dieser Sprache wollen wir uns nachfolgend bedienen. Sie sehen hier noch diese Einsteinsche Feldgleichung. Wenn man jetzt diese Geometrieterme auf der linken Seite, also die Beschreibung der Krümmung der Raumzeit, entwickelt, dann beschreibt eben das zweite Glied dieser Impulsübertrag zwischen Gravitationsfeld und Materie. Interessant ist auch die rechte Seite, ist hier zweimal geschrieben, das ist aus Wikipedia. K bedeutet diese Konstante und T menü, das ist jetzt der Energieimpulstensor. Sie sehen, Energie und Impuls sind Grundgrößen der Mechanik. Ich habe aus Wikipedia diese Darstellung entnommen. Das ist der Energieimpulstensor komponentenweise geschrieben. Also man hat hier die Zeit, dann hat man die drei Raumkoordinaten, oben durch auch die Zeitkoordinate und die drei Raumkoordinaten. Die Zeit-Zeit-Komponente des Energieimpulstensors, das ist die Energiedichte. Die Zeile danach, das ist die Energiestromdichte oder etwas präziser, damit die Einheiten stimmen, die Energiestromdichte geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. In der räumlichen Kolonne der ersten haben wir dann die Impulsdichte, genauer genommen die Impulsdichte mal die Lichtgeschwindigkeit. Im Raum-Raum-Teil ist dann der Spannungstensor dargestellt, das entnimmt man diesen Bezeichnungen wie Shear, Spannung oder eben Druck. Nun, wenn man allgemein sein will, dann stimmt das so nicht genau, sondern wenn man jetzt die Impulsstromdichte, also J steht für Stromdichte, P steht für Impuls, IJ steht dann für die neuen Komponenten. Wenn man das vollständig hinschreiben will, dann hat man hier schon die Komponenten des Spannungstensors, aber man hat auch den sogenannten konvektiven Impulstransport. Das heißt, Impuls kann eben konvektiv mit der Materie oder leitungsartig durch die Materie hindurch transportiert werden. Diese Idee nehme ich jetzt, um Statik zu betreiben. Im Unterschied zur Schulphysik oder eben zur ganzen historischen Entwicklung, wie ich vorhin kurz gezeigt habe, wo man eben nur immer Impulsinhalt und Energieinhalt anschaut, nehme ich die sogenannten Ströme von Energie und Impuls. Wenn man nämlich hier dieser Gleichung die Vierer-Divergenz anwendet, dann kann man zeigen, dass das ergibt dann die Kontinuitätsgleichung für Energie und Impuls, dass die Kontinuitätsgleichung für Energie und Impuls nur dann erfüllt ist auf diesem Tensor, wenn eben dieser zweite Term in dieser Entwicklung fehlt. Sonst hat man die Gravitation auf der linken Seite und die anderen Kräfte, die hat man auf der rechten Seite. Und das ist wesentlich für das Verständnis der Mechanik, auch im Elementarunterricht. Ich nehme das Beispiel von vorher, um diese Ideen jetzt zu konkretisieren. Ich habe jetzt statt einer Kraft von 9 kN, habe ich jetzt hier einen Körper mit einer Masse von 900 kg draufgelegt. Jetzt führe ich eine Z-Richtung ein. Sie haben ja gesehen, man kann den Energieimpulstensor ja nur diskutieren, wenn man ihn in Komponenten zerlegt. Die Z-Richtung. Und jetzt behaupte ich, das heißt, ich übernehme die Behauptung von Albert Einstein, dass vom Gravitationsfeld her
andauernd Impuls zufließt. Und zwar mit einer Rate hier von 9 kN. Wäre der Körper völlig frei, würde er nämlich fallen. Das ist das Fallgesetz von Galilei. Und in dieser Fallbewegung sammelt sich der Impuls, der vom Gravitationsfeld zufließt, im Körper drin an. Und beim Aufschlag muss dann dieser Impuls abgegeben werden. Und das Abgeben des Impulses ist schmerzhaft, nicht das Aufnehmen vom Gravitationsfeld. In diesem Fall wird aber der Körper festgehalten, also kann er gar nicht fallen, also kann er keinen Impuls speichern, also muss er diesen Impuls unmittelbar abgeben. Jetzt können wir eine erste Regel erkennen. Wenn der Impuls vorwärts fließt, dann wird das impulsdurchflossene Material auf Druck belastet. Würde man den Körper unten aufhängen, dann würde ja der Impuls nach oben abfließen, da hätte man Zugbelastung. Also wenn der Impuls rückwärts fließt, dann haben wir Zugbelastung. Wenn der Impuls seitwärts fließt, das werde ich später brauchen, dann haben wir Biegebelastung. Nun, bei so einem Fachwerk, wo die Stäbe beidseits gelagert sind, da fließt der Impuls zuerst einmal über diesen Stab ans Lager weg. Jetzt, um den Rest des Impulses ans andere Lager abzugeben, brauchen wir ein bisschen einen komplizierten Weg. Das heißt, der Impuls fließt da runter, hier hoch, hier runter, dann weg. Weil der Impuls kann eben gar nicht seitwärts fließen, das gäbe Biegung, aber Biegung ist bei diesen Stäben nicht zugelassen, deshalb fließt hier kein Impuls durch. Der Impuls könnte zwar hier hochgehen, dann hier runter fließen, aber dann sind wir hier in der Sackgasse, weil da müsste ja seitwärts fließen, das gäbe wieder Biegung, das geht nicht. Also nimmt der Impuls diesen Weg. Jetzt kommt ein grundlegendes Gesetz, das in der Aussage, die Kraft wirkt in Richtung des Stabes, eben auch enthalten ist. Die Aussage besagt, wenn Z-Impuls, wie in unserem Fall, in X-Richtung fließt, durch einen solchen Stab, dann muss im gleichen Stab X-Impuls in Z-Richtung fließen. Und zwar so, dass die beiden Terme gleich groß sind. Man kann jetzt eine X-Richtung einführen und wir können jetzt diese Gleichung umformen und sagen, das Verhältnis der beiden Impulsströme muss gleich sein wie das Verhältnis der zugehörigen Stromlängen, um die der Impuls eben in Z- und X-Richtung fließt. Diese Gleichung kann man noch auflösen nach der unbekannten IPX, dann kann man das ausrechnen. Nehmen wir diesen ersten Stab, diesen ersten schiefstehenden Stab. Hier fließt Z-Impuls in minus X-Richtung. Also muss gemäß dieser Gleichung X-Impuls in minus Z-Richtung fließen. Das Stärkenverhältnis rechnet man dann konkret mit dieser Gleichung. Hier fließt Z-Impuls in X-Richtung, also muss X-Impuls in Z-Richtung fließen. Sie sehen, hier fließt sowohl der Z wie auch der X-Impuls gegen seine eigene Koordinatenrichtung, das ist ein Zugstab. Dann hier fließt der Z-Impuls in X-Richtung, also fließt X-Impuls in X-Richtung. Nun, der Impuls der Komponente X kann ja nicht gespeichert werden, sonst würde sich das Ganze ja bewegen. Also müssen diese Ströme sich zu einem Stromkreis zusammenfügen. Also der Strom, der hier hochkommt, der geht hier weiter. Der Strom, der hier runter geht, geht hier weiter. Und da sammelt sich, oder da vereinigen sich die beiden Ströme. Die gehen dann so weiter. Sie sehen, da unten fließt der X-Impuls rückwärts mit Zugbelastung. Da oben fließt der X-Impuls vorwärts, da haben wir Druckbelastung. Man kann sich nun fragen, ja, was sind dann Kräfte? Wo ist jetzt die saubere Schnittstelle zwischen dieser Darstellung und der klassischen Statik? Da muss man sich zuerst bewusst sein, und das wird in jedem Statikunterricht auch so erzählt, leider nicht in jedem Physikunterricht, Kräfte
gehören zu Körper. Also Kräfte sind keine eigenständigen Gebilde, sondern Kräfte sind Attribute. Also muss man einen Körper auswählen. Ich wähle jetzt zuerst einmal diesen Gewichtsklotz aus und umrande ihn rund. Dann fließt vom Gravitationsfeld her ja Impuls zu. Das ist eine Quellenstärke. Und das symbolisiert man mit einem Pfeil und nennt diesen Pfeil Gewichtskraft. Also die Gewichtskraft ist die Quellenstärke des Impulsaustausches zwischen Gravitationsfeld und Materie, so wie es eben Einstein auch gesehen hat. Hier fließt der Impuls ab mit einer Stärke von 9 kN. Der Körper kann sich ja nicht bewegen. Also haben wir hier eine negativ gerichtete Kraft von 9 kN. Nehmen wir diesen Stab hier, dann haben wir hier Impulszufluss, das sind dann aber nur noch 3 kN. Und da haben wir Impulsabfluss, das sind dann auch wieder 3 kN. Also Kräfte zeigen Zu- und Abfluss des Impulsstromes oder der Stärke des Impulsstromes an. Nehmen wir den schief stehenden Stab, dann haben wir hier Zufluss von 6 kN und hier haben wir Abfluss von 6 kN. Das ist also der grüne Strom. Jetzt haben wir aber hier noch einen roten Strom, nämlich hier Zufluss von X-Impuls, positiven Pfeil, und Abfluss von Impuls der X-Komponente, horizontal gerichteter Kraftpfeil. Also die Komponentendarstellung des Stromes liefert natürlich nur die Komponentendarstellung der Kraftpfeile, die kann man dann mit Vektorrechnung wieder addieren. Sie haben gesehen, das Ganze ist absolut kompatibel. Die Frage ist, wo ist hier Aktio gleich Reaktio? Das ist noch gar nicht vorhanden. Dazu müssen wir noch einen Knoten anschauen. Wählen wir den Knoten hier. Und dann hat man hier Zufluss. Hier hat man Abfluss von X, Zufluss von X. Und da hat man zweimal Abfluss von Z-Impuls. Das gibt diese Kräfte. Und jetzt sieht man Aktio gleich Reaktion. Mehrmals sogar, dreimal. Aktion gleich Reaktion bedeutet jetzt nichts anderes. Der Impuls, der bei einem Körper rausfließt, geht beim anderen rein, und zwar mit gleicher Stärke. Wo sollte er sonst hingehen? Das heißt, das dritte Newtonsche Axiom, das erwiesenermaßen von kaum je einem Schüler begriffen wird, ist hier eine Trivialität. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Biegung eintreten. Hier noch einmal ein Bild aus dem Lehrbuch Baustatik von Peter Marti. Wenn man nämlich dieses Fachwerk jetzt ersetzt durch einen Balken, gibt es Biegung. Das stellt man mit dem Querkraftverlauf und mit dem Biegemomentenverlauf dar. Das möchte ich jetzt auch noch kurz neu darstellen. Hier ist der Balken mit der Belastung. Sind die beiden Koordinatenrichtungen. Jetzt fließt der Z-Impuls seitwärts, zwar nach links und nach rechts. Das habe ich ja vorher verboten, aber diesmal ist es erlaubt, weil das ist ja kein Stab, der beidseits gelagert ist, sondern ein Stab wird in der Mitte quasi belastet und dann gibt es eben Biegung. Um die Biegung zu erklären, brauche ich jetzt noch eine dritte Komponente, und zwar im Sinne einer Drehrichtung. Und jetzt nehme ich das Gesetz von vorher. Vorher war ohne Biegung gleich 0. Jetzt mit Biegung bedeutet das, dass die linke Seite bestimmt, wie stark Q steht für Quellenstärke, L steht für Drehimpuls und Y steht für Komponente. Wenden wir dieses Gesetz an, aber X-Impulsstrom haben wir im Moment keinen, also decken wir das ab. Wenden wir dieses Gesetz an, zuerst einmal fließt ja hier Z-Impuls in plus X-Richtung, also haben wir hier eine linienförmige Quelle von Drehimpuls. Effektiv, wenn man hier durchschneidet bei gleicher Belastung,
dann kippt dieser Stab oder der beginnt sich in Plus-Y-Richtung zu bewegen. Also haben wir hier ein Reinfließen von Drehimpuls. Auf der anderen Seite, der Gegenrichtung, haben wir Senken. Da verschwindet Drehimpuls aus dem System, aus dem Balken. Und jetzt bewegt sich ja dieser Balken nicht, also müssen, wie vorher, die Quellen die Senken speisen. Also haben wir einen querfließenden Drehimpulsstrom. Und das ist dann die Ursache für die Biegung. Übersetzen wir das wieder in die klassische Darstellung, indem wir hier schneiden. Dann zeigen wir die beiden Schnittbilder und jetzt können wir sagen, damit die Belastung, das ist eine Kraft, das ist ein Zufluss von Z-Impuls, damit Abfluss und dann der Schnittfläche. Da fließt zwar der Z-Impuls in X-Richtung, aber es ist immer noch Z-Impuls. Also haben wir einen Kraftpfeil in negative Richtung, das nennt man die Querkraft. Dann beim anderen Körper haben wir Zufluss, das ist wieder Aktion oder Reaktion und da haben wir dann die Lagerkraft 2. Nun, so wie wir mit den Kräften verfahren sind, können wir jetzt auch mit Drehmomenten verfahren. Hier fließt Drehimpuls nach links, also fließt der Drehimpuls hierzu. Das gibt ein positives Biegemoment. Auf der anderen Seite, vom anderen Körper aus gesehen, aber an der gleichen Schnittstelle, fließt Drehimpuls ab. Das gibt dann eine negativ, verglichen mit dem Koordinatensystem, negatives Biegemoment. Und was macht man nun, um das Ganze zu erklären? Man lässt diese Schnittfläche über den ganzen Balken wandern, stellt sich quasi immer diese Schnittbilder vor, also eines genügt, das andere enthält ja nicht mehr Information, und trägt den Querkraftverlauf da ab und trägt das Biegemoment da ab. Also wenn man diese Fluss- oder Stromvorstellung nicht hat, dann muss man sich halt mit einer beweglichen Schnittfläche bedienen, damit man in der Philosophie der Punktmechanik bleibt. Gehen wir über zur Grubenmann-Brücke. Also wenn man diese Brücke da betrachtet, dann hat es sehr viele Balken und die Struktur ist nicht so einfach ersichtlich. Das hängt damit zusammen, dass natürlich diese Brücke auch gegen den Wind Widerstand leisten muss. Es gibt ja auch Schneelast, das ist ein schweres Dach, das hatte ursprünglich 20 Tonnen, hat man jetzt ein bisschen abgespeckt mit Eternit statt Ziegeln. Um ein bisschen Klarheit zu schaffen, nehmen wir ein Bild aus einer Dissertation von Josef Killer, eben zu den Werken von den Baumeister Grubenmann. Das war eine ganze Familie. Betrachten wir da zuerst diese Seitenriss und da sieht man dieses Stabpolygon. Das ist eigentlich die Hauptverstärkung, um diese Brücke zu tragen. Und an diesem Stabpolygon sind dann hier ist dann die Last quasi über diese Hängesäulen aufgehängt. Schauen wir uns das jetzt an mit den Impulsen, den Impulsströmen. Diesmal hänge ich an jede Hängesäule. Das ist so ein Joch von zwei Hängesäulen, links und rechts hat ja zweimal diese Struktur. Da hänge ich jetzt beidseits bei jeder Hängesäule einen solchen Klotz auf. Diese Körper wirken ja als Impulsquelle. Dieser Impuls muss abfließen und zwar Säule nach hoch und dann über diese Balken da an die beiden Lager. Jetzt stellen wir die Forderung auf, es darf keine Biegung auftreten, was natürlich nicht immer gewährleistet ist. Aber wir nehmen jetzt idealerweise an, es gibt keine Biegung und dann können wir das wieder auflösen und den X-Impulsstrom darstellen in Funktion des Z-Impulsstroms. Das heißt, hier fließt der Z-Impulsstrom in minus X-Richtung, also muss hier X-Impulsstrom in minus Z-Richtung fließen, natürlich immer längs des Balkens. Das
durch diese Forderung erfüllt. Dann mit Hilfe dieses Gesetzes kann man die Stärke rechnen. Sehen wir den letzten Balken, da fließt Z-Impuls in plus X-Richtung, also muss X-Impuls in plus Z-Richtung fließen. Sehen wir die zwei nächsten Balken und da haben wir ein Problem. Da ist ja der Z-Impuls schwächer als vorher. Der X-Impulsstrom muss aber überall gleich stark sein, weil es gibt ja keine Bewegung. Und das regelt man jetzt mit diesem Winkel. Denn die Forderung lautet ja so wie hier geschrieben. Also wenn Z schwächer wird, dann muss einfach Delta X durch Delta Z größer werden. Oben haben wir dann einen reinen Druckstab. Hier braucht es keinen Anteil von Z-Impuls. Am Schluss fließt dann dieser Impulsstrom zurück und wir haben einen Kreisstrom von X. Unten gibt es dann kräftig Zugbelastung, obendurch haben wir die Druckbelastung. Ich denke, damit ist gezeigt, wie einfach man solche Bauwerke verstehen kann mit diesen Flussideen, ohne dass man Bauingenieur ist. Hier noch zwei Bildchen aus Wikipedia. Eine Hängebrücke, da fließt der Z-Impuls, der vom Gravitationsfeld her zufließt, der fließt über die Seile nach oben, wird dann durch das Tragseil quasi gesammelt und geht dann über die Pylone nach unten weg. Da haben wir Druckbelastung, im Seil drin haben wir Zugbelastung. Weil da immer mehr Z-Impulsstrom dazukommt, muss und der X-Impulsstrom ja überall gleich stark sein muss, muss das Seil immer steiler stehen, je näher man zu den Pylonen kommt. Die Umkehrung davon ist die Bogenbrücke. Da fließt der Impuls vorwärts mit Druckbelastung und da wird dieser Z-Impuls ja auch gesammelt und abgeleitet. Und damit das ideal ist, muss der Bogen da immer steiler werden, wenn der Z-Impulsstrom immer stärker wird, damit ein einzelner X-Impulsstrom da schön durchgeführt werden kann, ohne dass Biegung auftritt. Eine letzte Bemerkung zu dieser Geschichte. Diese Impulsströme werden von prominenter Seite her kritisiert. Das sei willkürlich und unwissenschaftlich. Ich erinnere hier an die Elektrizitätslehre. Benjamin Franklin war ja derjenige, der eine Einflüssigkeitstheorie eingeführt hatte. Vorher war man der Meinung, es gibt zwei Sorten von elektrischer Ladung. Das ist die Zweiflüssigkeitstheorie. Benjamin Franklin hat dann erkannt, dass es eben Ladung gibt im Sinne der reellen Zahlen. Es gibt also positive und negative Ladung. Und dann kann man erst Ströme korrekt einzeichnen. Was positiv und was negativ ist, das hat Franklin definiert. Das ist eine Definition. Wenn jetzt also in der Schweiz ein Diktator-Bundesrat wird, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, und der sagt jetzt, wir Schweizer, wir sind völlig unabhängig von Europa, wir definieren die Ladung des Elektrons positiv. Dann würde in dem Moment, wo dieses Gesetz in Kraft tritt, würden in der Schweiz alle Ströme in die andere Richtung fließen. Das ist eine Definition. Das hat nichts, Strom hat nicht direkt etwas mit Bewegung zu tun. Strom hat etwas mit Logik zu tun. Und genauso ist es mit dieser Impuls-, Drehimpuls-Stromdarstellung. Ich brauche ein Koordinatensystem, um das Ganze zu veranschaulichen. Aber das ist kein Fehler oder ein Mangel. Die Theorien, die dahinter liegen, die sind kovariant. Das heißt, die erfüllen immer noch die Grundgesetze. Aber ohne diese Darstellung, diese Kopplungsgesetze, kann man eben gar nichts machen. Zum Schluss noch eine Tabelle aus Wikipedia. In der heutigen Physik ist klar, zur Translation gehört der Impuls, zur Zeit gehört die Energie, zur Rotation gehört der Drehimpuls. Das heißt, die Größen, die ich erwähnt habe, das sind die Größen, die eben auch die zugehörigen Symmetrien erfüllen. Und mit was beschreibt man Raum und Zeit? Mit einem Koordinatensystem.